Ja, Leute, was geht? Willkommen zu meinem neuen Let's Play. Auch wenn man es hier jetzt noch nicht ganz sieht, es ist Avatar Frontiers of Pandora. Ja, wir zocken es jetzt auch. Ist, glaube ich, vor 3 Wochen erschienen, ungefähr Anfang Dezember ist es erschienen. Und ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich freue mich wie immer sehr auf dieses Spiel, weil ich mag Far Cry. Es soll ja so ein bisschen Far Cry sein im Avatar-Universum. Und ich bin ein großer, großer Far Cry-Fan. Far Cry 6 hat mir zwar nicht gefallen, aber Far Cry 3 bis 5 und alle anderen Ableger fand ich immer irgendwie ganz cool. Und ich freue mich sehr auf Avatar von Tears of Pandora. Und was ich jetzt gehört habe, was ich schon gesehen habe, ich habe ja wirklich mal reingeguckt, wie das Spiel so ist, soll das richtig geil werden und wieder so ein bisschen wie die alten Far Crys, also Far Cry 4, 5. Und ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Spiel. Und ja, wir legen jetzt hier los. Genau, wir haben jetzt hier erstmal die Einstellungen. Warum nehme ich die Einstellungen mit auf? Weil es scheint wohl, dass gleich dann das Spiel losgeht. So wie ich das jetzt gesehen habe, weil wir müssen auch den Schwierigkeitsgrad einstellen. Tinnitus-Effekt. Ja gut, das habe ich aber keine. Also man kann hier Ding machen. Anrede ist maskulin. Ja, Deutsch unter der Titelsprache ist egal. Dialogsprache Deutsch, Spielsprache natürlich auch Deutsch. Ja, hier, ne? Alles schon eingestellt. Genau, ja, mal machen wir kurz die Musik. Musik minimal runter. Komm, Musik. Das reicht. Glaube ich, vorne kann. Das ist gar nicht. Aber 80. Wird schon passen. Genau, wir legen jetzt los hier, genau, einmal das hier. Genau, hier kann man Helligkeit, genau, hier Farbbild bin ich natürlich auch nicht. Genau, und jetzt kann man hier das Spiel einstellen, dann wollte ich es kurz mit aufnehmen. Erste Folge ist ja bei uns immer ein bisschen, ne, man kommt rein. Da finde ich, kann man das ja mal mit aufnehmen und darum nehme ich das ja dann nach eh am Stück auf. Insofern passt das. Ja, genau, wir haben niedrig, mittel oder hoch. Ach, ganz ehrlich, wir können ja hoch nehmen. Beachte, dass diese Einstellung, wenn du spezielle ändern kannst. Okay, dann nehmen wir einfach hoch. Und wenn wir das zu schwer, beeinflusst den Schaden durch die, sowie den Schaden gegen die RDA-Einheiten. Ah, okay, ja, RDA, das sind, ich glaube, das waren die Menschen. Ich glaube, das waren die Feinde. Ja, das sind die Feinde, die Menschen. Genau, wir machen mal hoch und Führung. Ich nehme geführt, Erkundung nehme ich nicht, habe schon geguckt, Erkundung. Das bedeutet, man muss die Quests wirklich selber finden. Das heißt, wir bekommen eine Mission, wir bekommen irgendwie beschrieben, finde den dritten Baum im Wald. Okay, das wäre jetzt eine Scheißbeschreibung, aber ungefähr sowas. Und dann müssen wir den finden. Oder finde den dritten Kirschbaum oder den Apfelbäumen. Und dann müssen wir den Kirschbaum finden. In Erkundung. Und das kann sehr nervig sein, besonders weil wir das ja auch aufnehmen. Und ich möchte ja schon pro Folge euch was bieten, euch was zeigen, dass wir da jetzt nicht die ganze Zeit wie so ein Blöder suchen. So zwischendurch mal ein bisschen suchen ist zwar ganz cool, aber jetzt nicht die ganze Zeit. Dann wird das, glaube ich, nachher eine sehr langweilige Sache und sehr öde. Das möchte ich natürlich nicht. Deswegen nehmen wir geführt und hoch. Geführt bedeutet, so wie man es kennt, man hat einen Marker, rennt dahin und tut dann die Dinge, die man dann erledigen muss, ne? Die Aufgaben. Genau, das tun wir so. Und ich würde sagen, los geht das. Und geht's jetzt los? Ich hoffe. Und ich wünsche euch viel Vergnügen und ich freue mich sehr auf dieses Projekt. Okay, viel Spaß. Lightstorm Entertainment. Twentieth Century Games. Powered by Ubisoft Snowdrop. AMD. Massive Entertainment. Ein Ubisoft Studio. Ubisoft. Z
2146, 8 Jahre vor der Schlacht. Im Telus. Abgesandtenprogramm TEP, Internat für Navi-Kinder. Guten Morgen. Beginnen wir mit dem Abgesandtenprogramm. Als die RDA Pandora entdeckte... Man kann nichts entdecken, was schon immer da war. Aha, Rie. Wenn wir entdeckt sagen, meinen wir das erste Mal, als Menschen dorthin kamen. Als wir auf Pandora landeten, merkten wir, dass wir eine gute Beziehung zu den Einheimischen aufbauen könnten. Wir erschufen Avatare wie meinen, um eine Beziehung zu den Navi aufzubauen. Und wenn ihr euren Abschluss macht, wird es eure Aufgabe, als Abgesandte sein, zu den Navi zu gehen und uns zu helfen, Allianzen zu bilden. Hat jemand eine Idee, wie das klappen könnte? Ari. Die RDA kann Medizin, Technologien und Wissen teilen. Das ist absolut korrekt, Taylor. Direktor Mercer, wir sind die Mission von TAP durchgegangen. Wie gewünscht. Warum sollten die Navi eine Allianz wollen? Aha, Ri. Alma. Du weißt nicht, wie das Leben da draußen ist, Aha. Es ist brutal. Ihr wart noch Kinder, als euer Clan euch verstoßen hat. Wir haben euch eine Zukunft. Einen Sinn geboten. Unser Clan hätte uns niemals verstoßen. Good up on its leg. Matsmuggel, verdammt. Ich hab dir diesen dreckigen Schmuck nur dann erlaubt, wenn er in der Koje bleibt, oder? Mutter, das ist kein dreckiger Schmuck. Du weißt nicht mal, was ein Lied ist. Ahari. Ja, das ist nur ein zerrissenes Band. Ich weiß, es ist schwer, aber du musst akzeptieren, dass deine Mutter dich verlassen hat. Lügner! Ihr kennt die Regeln. Kein Körperkontakt. Abendessen fällt aus. Aber Direktor Mercer. Manor? Manor, den Enzi. Aungangahu, Dam. Satuel unizolanimun. Satonna folongat kamolunge. Keine Navi-Sprache in der Basis. Wenn du im Schlaf sprichst, Daylan, sprichst du nur Navi. Warum bist du immer auf Mercers Seite? Mercer hat uns gerettet. Daylan, sie nahmen uns unsere Familien. Sie entwurzelten uns. Wir erinnern uns vielleicht nicht daran. Dennoch kann Pandora zu unserer Heimat werden. Ich kann nicht mal mehr die Texte der Lieder unseres Clans. Auch ohne Worte können wir sie singen. Sie dürfen uns nicht unsere Navi-Wurzel nehmen. Wir müssen etwas tun, bevor es zu spät ist. Wir sind nun stärker als sie. Ich spürte es im Klassenraum bei Mercer. Beenden wir es heute Nacht. Ich habe eine Idee. Oh Gott, hoffentlich geht diese Idee gut. Gut gemacht, Daylan. Nun aber schnell. Wir haben nur ein paar Minuten in dieser Luft, bevor wir Masken brauchen. Wir haben sie gefunden. Scheiße. Ich bin mehr als enttäuscht von euch. Wir haben euch ein privilegiertes Leben geboten. Und jetzt sowas.
Wir wollen nicht dieses Leben, sondern unsere Heimat. Ihr gehört zu uns. Versteht ihr nicht, was wir in euch investiert haben? Hm? Wir retteten euch, gaben euch ein Zuhause, eine Identität. Wir haben schon eine Identität. Wir sind Na'vi. Nein! Ihr seid, was ich sage! Wir kennen den Text vielleicht nicht. Aber wir können trotzdem unsere Lieder singen. Hört auf! Ich sagte, hört auf damit! Wir gehen nach Hause. Ich warne dich, Ahari, keinen Schritt weiter! Sau, Matela. Bleib stehen! Oh nein. Nein! Nein, 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 nein! Dafür wird er bezahlen. 8 Jahre später, Turok Makto und die Umatikaya lehnen sich gegen die RDA auf. Heute machen wir weiter mit Erdökonomie und den Regeln von Angebot und Nachfrage. Warum nutzen wir menschliche Waffen? No, das hatten wir schon. Pandora ist sehr gefährlich. Aber wir kennen Pandora kaum. Woher wissen wir, gegen was wir uns schützen müssen? Cortez, ich muss mit dir reden. Jetzt! Wir haben Anweisungen vom Hell's Gate bekommen. Wir werden von Pandora evakuiert. Pack deine Sachen, bevor Panik ausbricht. Was? Pandora ist verloren. Ein Typ namens Jake Sully ist durchgedreht. Hat die Na'vi gegen uns aufgebracht. Man kann ihm nicht trauen. Du musst deine Sachen packen und geh wieder in deinen eigenen Körper. Jetzt. Die Party ist vorbei. Okay, Leute, packt eure Sachen. Hey, Curtis! Ich kümmere mich drum. Geh. Du weißt, was du tust. Folgt mir! Schnell! Wir haben nur eine Chance! Na los! Rein da! Aber was? Hier ist es sicher. Lässt Mercer uns zurück? Wir haben keinen Nutzen mehr für ihn. Nein, das kann nicht sein. Schnell, ihr müsst euch verstecken. Lasst uns gehen. Wir können entkommen. Wir fliehen nach Pandora. Da sind überall Soldaten. Ihr kommt keinen Schritt weit. Unsere Chance auf Freiheit. Das ist eure einzige Chance zu überleben. Was ist mit dir? Du wirst nur ein bisschen schlafen. Nur eine Weile. Es wird nicht lang dauern, okay? Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier, wo du gebraucht. Eine Hand wäscht die andere.
Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier, ja, wo du gebraucht wirst. Eine Hand wäscht die andere, bleib hier, wo du gebraucht wirst. Okay, okay, wir können immer deinen eigenen Navi machen. Aber gut, wenn ich weiblich. Kann ich die Kleidung. Jetzt? Achso, Kleidung anzeigen. Achso, ich habe gedacht, man kann Kleidung wechseln. Ah ne, ist immer die gleiche. Okay. Machen wir ihn so schön, ja genau. Achso, man kann ihn so machen, das wäre vielleicht ganz praktisch, wenn er erstmal so ist. Dann sehe ich ihn nämlich komplett. Dann gehen wir ihm das richtige Gesicht. Gesicht anpassen. Gesichtsform. Ja, okay. Das, ja, man kann das wohl ganz. Ah, man kann das wohl hier ganz, ganz genau machen. Augenfarbe. Okay. Mhm. Ja, gut. Machen wir mal ein schmales Gesicht. Fällt mir. Gibt es aber nicht große Unterschiede, ne? Wo ist da der Unterschied? Okay, das ist 1. Das ist 1. 1, ne? 1 gedrückt, 1 haben wir sogar. Und das ist 9. Hä? Achso, wir doch von den Schatten so ein bisschen. Achso, die Gesichter. Ja, irgendwie. Irgendwo gibt's dazu. Ne. Hä? Okay, das ist 5. Das ist 6. Das ist 5. Das ist 6. Das ist 5. Das ist 6. Wo gibt's denn da einen Unterschied? Kann man die noch ein bisschen rauszoomen? Nee. Die Untersuchung, was kann man untersuchen? Oh. Kinder, soll mal was essen. Ah, keine Ahnung. Ist ja eh egal. Eigentlich, Augenform sieht man wieder ein bisschen. Ja, sieht man ein bisschen. Ja gut, okay, bei Navi, okay, grüne Augen, oder? Ja, das ist bestimmt geil im Dunkeln. Schön grüne Augen. Die grünen Augen sehen, ein bisschen weg. Okay. Mach ich mal die mittlere Nase. Ah, okay, jetzt geht's um kleinen, ja. Mal den kleinen Mund und die Ohren. Ah, da machen die mal riesig. Das passt doch ganz gut. Okay. Haare. Ja, hier gibt's Unterschiede. Mir fällt also schon ganz praktisch. Oder? Ja, ja, jetzt finde ich das erste eigentlich schon ganz praktisch, oder? 2. Obwohl, das wäre halt so ein. Also das ist halt schon. Ja, nee, das passt irgendwie überhaupt nicht zu ihm. Nehme ich das erste. Das erste ist da schon ganz praktisch. Muss ja so ein bisschen zu seiner. Zu seinem. Leuchtendes Muster. Ist ein Muster. Wo ist da denn ein Unterschied? Oh wow, es sind irgendwelche kleinen Punkte, die. Oh, wow. Okay, ja. Ah, das ist ein Unterschied. Ja, komm, ich will eine. Ich will komplett. Was sind denn überhaupt Bilder? Ja. Muss bedrohlich. Das ist wichtig, dass es bedrohlich aussieht. Das hier, oder? Das sieht bedrohlich aus. Heute. Aha. Ja gut, wir nehmen natürlich einen blauen Navi, also Navi sind immer blau. Ich weiß gar nicht, ob es auch andere, weil ich kenne nur blaue Navis, da habe ich jetzt bei blauen Navis. Dann. Eine Hand. Ja genau. Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht ein. Eine Hand. Eine Hand wäscht eine Hand. Natürlich die Stimme, ne? Eine Hand wäscht die andere. Genau, maskulin. Bleib hier. Ich bleibe. Wenn du gebraucht wirst. Ja, danke. Genau, sonst ist es komisch, ne? Genau. So, Haut, ja, genau. Das passt jetzt, ne? Ja, männlich und Stimme passt auch, okay. Und das wird ein bisschen weird. Genau. Los geht es. Okay. Ah, okay, da sieht man noch nicht viel Unterschied, okay. Ich dachte, ihr werdet alle tot. Was ist los? Was ist passiert? Du hast lange geschlafen. Sehr, sehr lange. Urmaktikame.
Muss das wirklich sein? Wenn Sie gehen können, können Sie gehen. Den Rest müssen wir zurücklassen. Die RDA ist weg. Du hast uns zurückgelassen. Die Himmelsmenschen sind zurück, Sarentu. Sarentu. So wurde ich noch nie genannt. Das ist ein Clan. Und zwar ein sehr mächtiger. Ihr dachten, ihr wärt verloren, doch diese Traumwanderin hat euch stattdessen eingesperrt. Ich erkläre es später. Gib dir Zeit. Dein Körper ist noch nicht ganz erwacht. Okay. Haben wir erwachen? Haben alle es geschafft? Ich bin hier. Nor und Daylan auch. Wir sind sicher. Wir kommen raus. Endlich. Es passiert wirklich. Wir kommen alle raus. Zusammen. Wieso sieht es hier drin so anders aus? Geht das auch schneller? Die RDA ist unterwegs. Ihr könnt später noch feiern. Komm, Is. Du wirst deine Kraft brauchen. In der Kantine gab es Rationen. Da sind sicher mehr. Glaub ich. Oh. Bist du süß? Du bist so niedlich. Ich kann mal die. Das ist lustig, wenn die Menschen hochheben könnte. Vielleicht hat Alma sie zu einer anderen Kryokammer geschickt. Komm mir damit nicht zu nah. Tut mir leid, ich. Ich wurde nicht ausgebildet, Navi zu behandeln. Na los, wir müssen weg! Wer sind diese Leute? Mercers Leute? Ist Mercer auch hier? Nein, nein. Das sind Freunde. Wir holen dich hier raus, in Ordnung? Wieso tut alles weh? Wie lange haben wir geschlafen? Konzentrier dich aufs Essen. Wir brechen bald auf. Warte, konzentrier dich aufs Essen? Aber dir doch gar nichts. Na? Und könnt ihr damit umgehen, mit den Knarren? Und gib mir mal. Ich muss jetzt hier durch? Hä? Was? Okay. Ich muss jetzt was machen? Ich hatte eben irgendwo eine Aufgabe bekommen. Das habe ich kurz noch gesehen. Ah, es geht um Koop. Okay, wir spielen es aber alleine. Finde etwas zu essen. Kann in der Kantine gefunden werden. Ah, okay. Das habe ich eben nicht gelesen. Das ist so lustig, wenn man versucht aufzustehen, schürzt sich den Kopf. Okay. Ach so, das ist eigentlich für mich. Ach so, das ist eigentlich eine Menschengröße, aber wir so groß. Ach so, okay. Okay. Danke. Kann ich auch was essen? Kehre zu Alma zurück. Boah. Bei mir Nahrung, deine Energie oder. Was konsumiere Nahrung, deine Energie und die untere Anzeige aufzufüllen? Du kannst in der Gesundheit obere Anzeige wiederherstellen. Hm. Essen. Token RDA-Aktion. Okay. Das eine ist meine Energie. Und was macht meine Energie? Ist eine Ausdauerleiste? Oder? Ist es. Oder habe ich Hunger? Und muss zwischendurch essen? Wie viel habe ich denn jetzt noch? Noch eine RDA, okay. Boah, ich bin irgendwie ein bisschen ramponiert. Wow! Was zum? Ach du Scheiße. Mercer und seine Freunde. Wieso sind die Bösen dann nicht immer zum falschen Zeitpunkt da? Sie leben! Cortez. Sie hielt sie für Haustiere, anstatt für Soldaten. Beseitigt sie. Okay. Eins flüchtet! Scheiße, scheiße! Ja. Okay. Jetzt soll ich mich verpissen. Ich entkomme. Komme, Tab, okay. Juhu! Ihr sollt alle Navi töten! Nö, mich aber nicht! Okay, wo geht's da aus? Wo ist der? Okay, da vorne. Oh, nee, nee, nee! So haben wir nicht gewettet. Eigentlich haben wir gar nicht gewettet, aber wenn wir gewettet hätten, hätten wir so bestimmt nicht gewettet.
Komm schon. Ah. Scheiß Navi-Körper, los jetzt. Ja. Okay. Wo lang? Da oben. Ja. Okay, und aufmachen. Schön mit dem Fuß. Kommt her, ich kann euch zu euch zur Boxen. Hier ist aber keine Waffe, oder? Nee. Ah, Waffen sind Luxusgut. Scheiße. Wow, 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 wow. No, nee. Nein. Na, wohl doch, mein Junge. Ja. Scheiße. Das geht zu. Und rechts lang. Schön die Treppen nach oben und schön nach unten. Komm, 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 komm. Ja. Ja. Noch ein Erfolg. Hier drüben. Bist du okay? Was? Naja, okay, ist relativ. Hier, nimm das. Ein Headset? Steck es in dein Ohr. Das ist unsere Frequenz. Ihr wart fleißig. Sie suchten dich, aber fanden mich. Du musst weg. Jetzt. Warte. Wie heißt du? Sotlek, einer der letzten meines Clans. Dieses Schicksal möchte ich dir ersparen. Weiter, schnell und leise. Los! Okay. Ja, diese Soldaten sind überall. Ganz ruhig, atme. Such einen Ausweg. Ein Ausweg, hm? Müsste irgendwo eine Knarre sein. Und das ist die. Ah, hier ist echt nichts, ne? Gut, das ist auch irgendwie nur so ein scheiß Büro oder so. Na ja, gut, was ist das? Ein Feuerlöscher, oh ja. Kann ich die ja mal abkühlen? Sotlet, hörst du mich? Wo sind die anderen? Konnten sie fliehen? Ich helfe ihnen. Bist du in Sicherheit? Vorerst, glaube ich. Ich kümmere mich um die anderen. Geh weiter. Weg damit. Ah, ich kann aber auch jetzt noch nicht helfen, die meine Kameraden. Warum haben die sich Hör auf zu glotzen. Ah, okay. Du hast Arlen gehört. Wir müssen sie finden. Hey, was war das? Hallo? Wünschte, ich könnte diese verdammte Maske abnehmen. Wir wollen nur reden. Wir haben Geschenke. Ha, danke. War noch eine schon vorbei, passt schon. Auf was für eine Mondtiefe Killerkäfer. Sei still. Nur einmal wenigstens. Okay. Und tschüss. Das war knapp. Komme dem Institut. Haben Sie mich gesehen? Arschlöcher. Schlimmste Geist, der euch gleich begegnet, das bin ich. Die eure Kehlen zudrücke. Blöden Arschlöcher. Die Turnhalle ist verschlossen. Ich finde einen Weg. Na, reparieren wir mal. Ah, und hier ein bisschen Knoten, da ein bisschen Knoten, dann geht er schon wieder. Ja, siehst du. Müsste irgendwie an eine Knarre von denen rankommen. Alles, was ich sehe oder nicht sehe, will mich umbringen. Boah, ich brauche eine Pause. Ich will.
Nicht vielleicht daran, dass sie mich auch versucht umzubringen. In der RDA ist es so gar nicht, wie sie es dir in der Ausbildung erzählen. Ich versuche mich zu konzentrieren. Also stoßen, ich kann sie wegstoßen. Okay. Ich suche aber jetzt mal leise. Das Essen, was die in der Kantine servieren? Nicht mal was für Hunde. Habe ich schon gehört. Okay. Das war seltsam. Sicher. Komm, geh zu, geh zu, geh zu. Bin aus der Turnhalle raus. Gut, dann geh jetzt zu. Stopp! Was? Ah, komm schon. Das ist aber Pandora, das ist aber so Materialien von Pandora. Die Natur macht sich auch schon bereit. Sehr schön. Hm? Achso, nix. Wie lange haben wir geschlafen? Auf jeden Fall lange. Sorry, empfängst du mich? Ich bin ja schon lang Schläfer, aber du übertriffst mich. Was zum Teufel? Der war, au. Hi. Ich wollte nur eine rauchen. Erwischt. Hm. Was geschnappt, Harding? Ich wollte gerade eine rauchen. Ja, das Kind ist harmlos. Schwester war eine heißblütige Kämpferin. Du Mörder! Geholfen hat es nicht. Tja, früher wären sie nützlich gewesen. Nun gibt es keine Navi-Botschafter mehr. Nur noch Navi-Hindernisse. Wow! Lauf! Danke, krieg ich auch eine? Oh Gott. Scheiße! Okay. Danke, Kumpel. Das war's gut. Hopp. Ja. Okay. Sockley, bist du okay? Das war viel zu knapp. Sockley! Ich glaube, das war's mit ihm. Also, ich wüsste nicht, wie er das überlebt hat, außer er konnte sich vielleicht auch noch in Sicherheit springen. Da der Roboter nicht so schnell reagiert hat, aber sonst. Alter. Dann haben die Menschen ja ganz schön die Technologie, um uns zu stoppen.